Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark auf der neuen Lost Island Map. Jo, ihr seht, ich habe schon einen kleinen Kleintierzoo hier stehen. Allerdings sind die mir wortwörtlich alle zugelaufen. Und zwar habe ich hier, ihr seht, rundherum eine Wand gebaut mit der Big Walls Mod aus dem einfachen Grund, ich bin völlig paranoid. Hier ist alles voller Rechse. Es ist alles voller. Du siehst ja nice aus. Du bist mal ein richtiger Weihnachtsdodo mit Schnee. Den möchte ich haben. Hä? Warum laufen denn hier lauter Tiere auf einmal rum? Ja, auf jeden Fall laufen hier in der Nachbarschaft auch überall Rechse rum. Und ja, da wurde ich dann irgendwann so. Oh, ich hatte noch Bären. Sogar massig. Da wurde ich dann irgendwann so paranoid, dass ich. Wo ist er denn? Dodo? Dass ich hier erstmal ganz schnell ein. Ich weiß auch gar nicht, wo ist denn der Dodo hin? Oh. Hi. Dass ich erstmal ganz schnell einen Zaun bauen musste. Weil, ja, also die Nachbarschaft, sagen wir es mal so, ist jetzt nicht gerade so die angenehmste. Kanus, Rechse, ja, von daher. So, wir haben jetzt eine kleine Doris. Du greifst gar keine Ziele an. Und du folgst mir auch nicht mehr, sondern du kommst jetzt mal mit. Du kleine Weihnachts-Doris, Christmas-Doris ist das. Das ist seine Christmas Doris. Er läuft immer noch aufgeschreckt in der Gegend rum. So. Jo. Dann haben wir hier noch ein Ei. Ja, also wir gehen gleich mal ein bisschen raus. Ich habe auch schon ja, eine Tour von Raptor Klaus mitbekommen. Das war aber mehr oder weniger zufällig. So, die nehmen wir mit raus, weil. Ja, der ist halt hier direkt übers Haus. Also das war einmal Glück. Ich hoffe, er kommt noch ein paar Mal übers Haus. Das wäre echt schick. So, das könnt ihr euch jetzt bei Genuss wurzeln. Hier bin ich auch fröhlich mit am Spoilen. Und jetzt haben wir hier auch schon einiges an Narcotics, weil ich mit Moni Narcotics gefarmt habe. Dass wir uns ein bisschen bessere Darts machen können, tatsächlich. So. Machen wir das so, das so. Ich habe hier auch, wie gesagt, noch die eine oder andere Mod dazu genommen. Dafür kann ich eigentlich eine Mod wegnehmen. Das habe ich jetzt vergessen. Oh, hier stand ein Grabstein. Wo ist denn der hin? Wo ist der Grabstein hin? Das ist jetzt irritierend. Oder muss man den immer neu bauen? Aber ich bin doch gar nicht gestorben. Also bis jetzt noch nicht. Aber wenn der nicht bleibt, dann behalten wir doch die andere Mod. Wir probieren das mal. So, hier habe ich jetzt meinen persönlichen Grabstein. Mal gucken, ob der bleibt. So, du hast schon Level Up. Sehr schön. Ach ja, ich weiß nicht. Die essen wir erstmal, die brauchen wir jetzt noch nicht. So. Das Ei kommt da rein. Hier sehen wir jetzt auch die ganzen Feiertagssachen. Da habe ich mir auch schon mal den Aquinoclin Setter gemacht. ja, ich finde ihn ganz lustig. Hier ist auch schon Metall eifrig am Schmilzen. Ich zeige euch gleich mal, wo ich hier das Metall herbekommen habe. War doch gar nicht so weit weg. Die Sachen, ich wollte auch mal zum Santa Gacha Klaus, Gacha Santa Klaus. Von daher, so, du kriegst immer noch ein bisschen mehr. Moni hat gut gelevelt.
So, mal schauen. Ich level die tatsächlich ja immer sehr ausgeglichen. So. Carsten. Carsten ist uns, wie gesagt, auch zugelaufen. Ist aber hier auch kein Wunder bei der Nachbarschaft. Also, die Tiere sind mir alle quasi hier entgegengekommen. Den Raptor habt ihr ja gesehen und den einen Petri. Aber Pete und... Ja, Pete ist direkt neben mir gelandet, wo ich hier Holz gehackt habe. Ja, entschuldigt, den kann ich ja nicht... den kann ich ja nicht einfach... Du bist entspannt, ne? Er ist in Rage-Mode hier. Wo ist er denn? Ja, ist doch gut. Ich mach dir doch gar nichts. Ich wollte doch nur die Doris. So, dann würde ich sagen, wir rufen mal Pete. Komm mal runter, Pete. Du heißt nicht Pete. Dass hier immer jeder macht, was er will. Schlimm. Na. Hallo? Jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Ui, ich wollte nämlich sagen, wir müssen auch noch mal nach einem Track gucken. Ich habe auch hier jetzt schon Level 24. Ernsthaft. Warum müssen immer die, die gut aussehen, die Lobobs sein? Das ist doof. Also einen zu finden, der richtig nice aussieht und kein Lobob ist, das wird dann schon schwierig. Was war hier? Ein Pferd. Level 40. Naja gut, mit meinen 38 Starts komme ich natürlich auch nicht sehr weit. Ja, aber ich habe mich hier auch noch nicht viel umgesehen. Das sah von weitem gerade aus, als hätte es ein Horn. Also wenn hier auch noch ein Einhorn rumlaufen würde. Oh, ihr seht, hier ist schon wieder... Oh, hier sind zwei Karnös. 160. Der weiße sieht interessant aus. 144 ist aber auch ein Männchen. Und das ist auch ein Männchen. Ja, unser Carsten ist aber auch ein Männchen. Von daher. Noch ein Männchen brauchen wir nicht. Dann, was hier ganz, ganz extrem ist. Hier ist... Oh, ein Schaf. Hier ist alles voller Mikroraptoren. Die einen den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als einen permanent vom Tier zu ziehen. Da bin ich echt noch am Überlegen, ob ich die nicht vielleicht sperre. Da unten ist schon wieder einer. Seht ihr das? Hier ist wieder alles voll. Oh. Ich weiß nur natürlich auch noch nicht, ob wir hier bleiben sollten. Weil ich denke mal, hier gibt es auch noch viele andere schöne Stellen. Ich habe noch nicht sehr viel gesehen. Ich bin tatsächlich ziemlich geradlinig hier hochgeflogen wegen Metall. Hab das dann auch tatsächlich ziemlich geradlinig gefunden. Carno Level 152 Mädchen. Na, das ging aber noch ein bisschen besser. Obwohl, du siehst auch ziemlich interessant aus. So, wir müssen immer mal so ein bisschen auf die Stamina achten. Das ist aber hier gerade nicht so passend. Lülülü. Ach, da unten ist auch schon wieder alles voller Raptoren. Ja, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwie noch hier oben hinkommen. Also es ist hier so ein bisschen... Also die Tiere spawnen hier wie blöd. Die Map gefällt mir bisher extrem gut. Wirklich extrem gut. Aber die Tierspawns an sich scheinen mir sehr allgemein und willkürlich gehalten zu sein. Also dass zum Beispiel da unten am Strand schon lauter Rechse rumlaufen und sowas. Und ja, dass hier wirklich alles voll ist mit Mikroraptoren und so. Anstatt nur jetzt, sag ich mal, in einem Spawngebiet. Nein, es ist einfach alles voll. Ja, das finde ich alles so ein bisschen komisch. Das ist so das Einzige, was mich bis jetzt so ein bisschen nervt. So, mal schauen. Also hier haben wir... Oh, hier haben wir einen Alpha-Raptor. Wuhu, wuhu. Und hier unten haben wir Obsidian. Davon bräuchte ich, glaube ich, aber ein bisschen was. Irgendwas wollte ich bauen, wofür ich Obsidian brauchte. Das Dumme ist nur...
Hier muss man echt, also hier muss man echt aufpassen. So, das sollte aber schon reichen. Das schmeißen wir jetzt mal weg. So, hier haben wir zum Beispiel auch schon Metall. Also das war wirklich ziemlich geradlinig hinter meiner Base einfach hoch. Ich nehme mal ein bisschen was mit, weil hier ist es normalerweise nicht ganz so ruhig. Tatsächlich. Von daher, was wir haben, haben wir. Können direkt weiterschmelzen. So, ich muss erstmal gucken, ob Kitty das noch tragen kann. So. Die lassen wir fallen. Gut, das passt noch einigermaßen. Viel mehr dürfen wir aber jetzt auch nicht mitnehmen. Hier oben ist aber auch, also hier gibt es noch mehr Metall. Hier hinten rum, hier seht ihr, Metall, Metall, Metall. Hier auch nochmal Metall, Metall, Metall. Hier ist nochmal ein bisschen Obsidian, Obsidian, Obsidian. Hier gibt es dann auch Argis. Und hier irgendwo gibt es dann auch Kristall, genau hier. Also hier haben wir dann auch Kristall. Es ist auch, also es ist wirklich alles extrem groß dimensioniert hier. Und Archie wäre auch irgendwann jetzt bald mal auf der Liste, oder? Könnten wir besser mit... Oh, hinten ist ein Leuchtturm. Oh, da sind Allos. Ja, hi. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Fand er jetzt nicht so lustig. Oh, wow. Guck mal, da hinten sind Wasserfälle. Und was für schöne. Ja, genau. Also hier haben wir auch alles voller Kristall, was ja auch eigentlich super ist. Wie gesagt, die Bewohner von hier sind jetzt nicht ganz so nett. Da haben wir wieder einen Mikroraptor gehabt. Also ja. Ja, ihr seht es. Es ist alles... Ich weiß jetzt auch nicht, was haben wir jetzt, sind wir jetzt hier für ein Gebiet? Was haben wir hier? Hildon Pass. Okay. Ich möchte mal hier zu dem... Oh. Sind das da unten? Was ist das? Sind Kanos? Oh, und ein Rex. Oh, und Sabertooth. Und überhaupt alles. Überhaupt alles, was keinen Spaß macht. Aber habe ich noch kaum was gesehen von der Map, ey. Bin das eine Mal nachts dann hier so ein bisschen dem Raptor Klaus hinterher, aber da sieht man ja auch nichts. Guckt euch das an hier, die Raptoren machen den Rex platt wie nix. Das ist schon krank. Wow. Oh. Oh, 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 meine Augen sehen Biber. Ui, 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 ui. Hier gibt es aber nichts Verstecktes hinter, oder? Ich mag das immer, wenn hinter dem... Nee, hier sind nur Wände dahinter. Hier ist uns auch kalt. Ah ja. Ai, oh, ist das schön hier. Oh, hier mit den Eiszapfen und so. Oh. Oh, hier ist ein schöner Alpha Rex. Das ist so. Wow. Oh, da oben ist eine Burg. Und ein Weihnachts-Archie. Du bist doch bestimmt wieder low Level, oder? 152 ginge sogar. Ach, hier ist schon wieder alles voll. Okay, 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 okay. Ja, überredet. Ich hole mir den Notraum nicht. Nein, nein. Alles gut, hat sich erledigt. Boah, ist das schön hier. Oh, da oben ist eine Burg und da unten gibt es noch... Ja, aber ich weiß ja... Ah, nee, ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir jetzt einen Biberdamm looten, oder? Oh,
Oh, ein Quiz. Wow. Level 40, Mädchen, Weihnachtsquiz. Oder? Bist du ein Weihnachtsquiz? Nee, du bist ein normaler Quiz. Oh, es gibt Quiz, wie schön. Vielleicht können wir uns ja den da holen. Oh, hier ist es aber schön. Wie kalt ist es hier? Minus 4 Grad. Eigentlich okay. Ich meine, es geht noch. Ich habe immer noch... Oh, hier wird's jetzt frischer. Okay. Ein Sabertooth-Sattel, ein überragender. Oh, das ist nicht schlecht, weil bei den ganzen Sabertooths, die hier rumhüpfen, sollten wir uns doch den ein oder anderen mal zähmen, oder? Hier ist der blaue Ark. Okay, alles klar. Boah. Wie nice ist das denn hier? Richtig die Burg einfach so oben auf diesen Fels hier gepockt. Und das hier ist der Weg dorthin, oder wie? Und nur hier drüber dahin? Kommt man überhaupt zu Fuß hierher? Wow. Wie kalt haben wir es jetzt? Immer noch minus 4. Warum habe ich jetzt eine Unterkühlung? Hatte ich eben noch nicht. Ich sollte mir vielleicht mal schnellstmöglich Fellrüstung machen. Wow. Also da haben wir einen Leuchtturm. Hier haben wir einen ziemlich dichten Wald. Ja, wie gesagt, ich bin hier einmal von hier unten, wo meine Base ist. Die ist ja bei circa, links 47 und unten so 8. Und das ging dann so strack quasi von West nach Ost. Deswegen ist das hier auf der Map schon frei. Aber ich habe halt angeguckt, so richtig in Ruhe habe ich mir noch kaum was. Wow. Kann man hier wohnen? Ein bisschen frisch, ne? Oder wohnt hier schon jemand? Wohnt hier jemand? Hallo, guten Tag. Hier hätte man direkt einen schönen Abstellplatz für Tiere. Hier bräuchte man auch nichts irgendwie einzäunen. Obwohl, so einen kleinen Zaun würde ich wahrscheinlich machen aus Angst, wenn mal irgendwas ist und die rennen los, dass die mir alle runterpurzeln. Hier haben wir eine Leiter hoch. Okay, auf die Schlossmauern quasi. Ich muss mein Leben so ein bisschen im Blick behalten. Habe ich was Essen bei? Ja. Ist aber jetzt noch nicht so schlimm. Ach, hier ist ja richtig schön. Hier mit den Schlosstürmen und so. Perfekt. Oh, guck mal. Hier ist dann direkt der Winter auch vorbei. Also die Grenzen sind sehr, sehr gut gesetzt. Die thermischen Grenzen sozusagen. Sehr, sehr nice. So, ich wollte nicht noch mal kurz dahin. Wegen dem Biberdamm, weil wir haben ja schon das Inventar voll. Was ist eigentlich, gibt es eigentlich auch was Wüstiges? Was ist eigentlich da drüben? Da war ich jetzt noch gar nicht, ne? Ach, da... Machen die Annos schon wieder Party rechts auf dem Berg? Was ist denn das? Eine Hyäne. Okay. Ich wollte nur kurz gucken, was das ist. So, ich sollte aber mal vielleicht ein bisschen... mich ein wenig erholen, bevor wir dann weiterfliegen. Es ist schon wieder so viel Zeit um, ne? Und ich habe mir nur... Aber andererseits, ich meine, die Gegend angucken gehört halt auch dazu, ne? Ich hätte nur gerne mal einen Gacha-Klaus gehabt.
wo wir meine Kohle mal reinstecken könnten und gucken könnten, was wir da so rauskriegen. Das war eigentlich so der Plan. Eigentlich wollte ich euch nur kurz zeigen, wo ich Metall geholt habe oder bekommen habe. Und ja, auch überall so diese kleinen Seen und Tümpel, ey, das finde ich total schick. Ja, und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Und dann wollte ich als nächstes direkt einen Raptor, Quatsch, einen Gacha-Klaus suchen. Aber es ist wieder typisch, ne? Wo ich hier angefangen habe, hier war alles voller Gachas. Und jetzt lassen sie sich wieder bitten. Hier irgendwas Besonderes? Ne. Otter sind hier auch keine, ne? Nee, aber hier diese Enten. Haha. Das ist bei Ornis, glaube ich. Ja, genau. Die düsen auch hier rum. Okay. Also, es ist schon schick hier. Mir gefällt es extrem gut. Da hinten scheint auch irgendwo, habe ich von Weitem gesehen, Rauch aufzusteigen. Da scheint auch irgendwo noch ein Vulkan zu sein und sowas. Oh, ich bin gespannt, was uns hier noch alles so erwartet. Oh ja, oh ja. Ja, ein Trike wäre echt nicht schlecht, ne? Vor allen Dingen ein guter Trike kriegt auch ein Rexblatt, ne? Alleine schon mit seinem Rückstoß. Was ist nicht ein Gacha hier? Wollt ihr mich veräppeln? Kann doch nicht sein. Es war hier alles voller Gachas. Und jetzt, wo ich einen brauche, weil ich mal Kohle habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Mimi. Das ist das, was ich meinte. Hier ist alles voller Rexe. Okay, der Rex legt sich aber jetzt mit zwei Trikes an. Das würde ich vielleicht nicht tun an seiner Stelle. Doch. Was ist das für ein Rex, bitte? 136er. Und er nähert sich unserer Base mit großen Schritten. Jetzt wisst ihr, warum ich unbedingt eine Mauer drumherum bauen wollte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist noch ein Rex. Ist doch kein Wunder, dass ich hier keine Gachas finde. Die überleben doch hier gar nicht. Ach Mann. Die leben hier keine 5 Minuten, so ein Gacha. Was haben wir da? Wieder ein Kanu. Ah. Ja, wir müssen gleich mal gucken, dass wir wenigstens einen Trike kriegen. Also mit einem Trike würde ich mich schon wesentlich sicherer fühlen. Was tollt hier im Vorgarten rum? Eine grüne Schildkröte. Okidoki. Gut. So. Mal schauen. Pete hat Kohldampf. Kann ich verstehen. Wir machen noch mal ein bisschen. Hier habe ich auch mal den Schrank hingestellt, diesen Arp-Dekor. Da gibt es auch einige tolle Sachen drin, unter anderem hier auch Schränke und sowas. Aber ich habe dann auch hier, wie gesagt, die extra large Storage-Boxen. Und weil die einfach 200 Slots haben, weil ich bin kein Freund davon, alles, also so riesen Lager mit 1000 Schränken zu haben. Das finde ich jetzt nicht so toll. So, gut, das haben wir. Dann haben wir hier immerhin schon mal. Jetzt haben wir nämlich ordentlich. Dann können wir vielleicht hier drinne schon mal diese Extranks. Wie viel können wir davon herstellen? 41. Nee, wir stellen davon mal 20 bitte erst her.
möchte die mal testen. Und dann brauchen wir hierfür 2 davon und 2 Fleisch. Dann könnten wir schon Concentrated Narkotik herstellen. 10. Oder wollen wir erstmal hier die testen, oder? Was haben wir hier? Seltene Pilze, seltene Blumen. Habe ich noch gar nicht groß gefunden. Oh, ich bin gespannt. Gut. Hier haben wir einen Sattelschrank. Beziehungsweise, das hier ist Blueprints und Skins. Hier machen wir einen Sattelschrank erstmal draus. Sattelschrank. Da habe ich Werkzeuge und Waffen. Das habe ich auch alles aus diesen Geschenken von Raptor Klaus tatsächlich gefunden. So, das Obsidian können wir hier schon reinpacken. Die Mistelzweige, das verfällt alles. Und warum verfällt das alles? Weil ich keinen Gacha finde. Kann doch nicht sein. So, das kommt hier rein. Gut, dann würde ich sagen, mal gucken, wie weit das hier ist. 17, 18, 2 noch. Wir warten erstmal. Was brauchen wir denn dann? Ach Quatsch, können wir doch auch hier drin machen, ne? Ist einfacher. Bei Waffen, Munition. Was brauchen wir jetzt hierfür? Steinpfeile. Haben wir zufällig auch 20 Stück? Dann stellen wir das mal alles her und gucken uns die Darts mal an. Würde ich sagen. Das lassen wir mal schön hier drinne. Und dann wollen wir das ganze Stimulant darüber packen. Ist besser. Dann behalten wir, glaube ich, ganz guten Überblick. So, wir haben jetzt 20 von denen. Und die versuchen wir jetzt einfach mal in der Armbrust. Und jetzt suchen wir uns mal noch einen schönen Trike, würde ich sagen. Und das vielleicht ohne Rex in unmittelbarer Nähe. Die Kohle habe ich dabei. Sieht ja auch hübsch aus, ne? So, Weihnachtsstego. Level 40, war klar. Aber ein Stego ist auch so langsam. Also ich weiß nicht so. Oh oh. Der Petri läuft einfach da so lang. So, da bin ich auch wieder zurück. Dieses Mal hat OBS einfach gedacht, es geht unmotiviert aus. Das ist ja auch alles nichts Neues. Ja, so, aber hier die Ecke, ehrlich gesagt, ist mir alles ein bisschen zu. Jetzt hier eine Steilküche. Oh, hier gibt es gar keinen. Oh, hier gibt es gar keinen Strand mehr. Alles klar. Also mir ist es hier so ein bisschen. Ach ja, ich weiß nicht. Ihr wisst, wie ich meine. Also mir ist es hier ein bisschen zu gefährlich, einen Trike zu zähmen. Von daher bin ich noch so ein bisschen mäh, was das angeht. Mal schauen, vielleicht finden wir noch einen, vielleicht finden wir auch erst einen in der nächsten Folge. Bin halt mal gespannt, wie die Pfeile denn so sind. Das war das Mädel, das hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Ja, hinten ist wieder Party, Raptor, Kano und Co. Hier ist ja wirklich alles zugange. Außer Gachas. Ach ja. Es ist nicht leicht, wenn man es doppelt nimmt. Es ist wirklich, wirklich schwer. Oder wir gehen mal auf eine der Inseln. Du bist aber auch echt grell, mein Freund, ne? Eieieiei. Aber hier wieder für eine Pronto-Party. Vielleicht sollten wir einfach auch mal auf die Inseln gucken gehen.
Hier ist wieder alles voller Mikroraptoren. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich werde die Mikroraptoren abschalten. Weil die finde ich echt einfach nur anstrengend und mühsam. Vor allen Dingen unnötig anstrengend. Deswegen denke ich mal, gucken wir vielleicht mal hinten auf einer Insel oder so. Ist, glaube ich, am besten. Da ist natürlich das Problem, dass er nicht ins Wasser rennen darf, wenn er ohnmächtig wird, ne? Aber hier ist es echt ganz schön. Das ist ganz schön. Und ich bin auf die Unterwasserwelt gespannt. Was es hier unter Wasser noch so alles gibt. Und noch so viel zu entdecken. Ja, das ist so schön. Ich liebe das. Ja, da oben sind diese Wolken. Ich glaube, die sind vom Vulkan. So, schauen wir mal, ob hier irgendwas ist, was zehnwillig ist. Ist gar nicht so viel, ne? Ist irgendwo ein Dodo? Den würde ich aber mal killen wollen, damit unser Petri mal was zu essen kriegt. So. So. Und so. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken in der nächsten Folge weiter nach einem guten Trike für uns. Oder auch jetzt mal schauen, was Raptor Klaus so sagt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.